liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr hört uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube oder auf rollingstone.de. In der heutigen Folge, der letzten, die vor Weihnachten kommt, aber vielleicht nicht der letzten in diesem Jahr, sprechen Wielander und ich über der Pate 3, der einen neuen Titel bekommen hat. Coda, Doppelpunkt. Das Leben des Mike, nee, der Tod, um Gottes Willen, nicht das Leben, der Tod des Michael Corleone. Ja, sogar der Tod von Michael Corleone, was ne, kein korrektes Deutsch ist. Ja. Also The Death of Michael Corleone natürlich im Original, da Coda, im Deutschen sogar Epilog. Ach, Epilog, aber, okay, der ja, müsste ja aber Coppola besteht ja darauf, dass es sich um die Coda, also den das musikalische das hat er auch in seinem Intro erzählt. Ja. Weißt du übrigens, was der beste deutsche Titel eines amerikanischen Films ist? Das ist mir gestern eingefallen. Godfather 2. Nee, der ist auch gut, weil das ist ja ein Film, der sich einfach eine 2 hingeknallt hat und nicht irgendwie wie heute so einen lateinischen Antebellum-Titel oder Parabellum-Titel, sondern einfach wie Rocky 1, 2, 3. Nein, ich finde, der beste deutsche Titel, vielleicht habe ich das auch schon irgendwann erwähnt, weil ich den immer noch so toll finde, gibt es zu dem Film Soylent Green, nämlich ja, 2022, Punkt, 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 die überleben wollen, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Das muss man sich erstmal ausdenken. Ja. Genial. Punkt, würde, Punkt, Punkt, die würde überleben wollen, wie Punkt, so ein Punkt, letzter Punkt. Morsecode, ja. Der letzte Atem eines Sterbenden, weil er das grüne Zeugs gegessen hat. SOS an Bord der Titanic gibt es, glaube ich, auch eine frühere Titanic. Ja, das ist so ein bisschen wie Moonraker, James Geheimagent 007. Streng geheim. Naja, über den sprechen wir auch noch, über die Bond-Filme, machen wir ein andermal. Fangen wir an mit dem Paten. Wir reden so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte und auch, was sich jetzt verändert hat in der neuen Schnittfassung. Und ein Vorwurf, der dem Film immer gemacht wurde, schon gleich bei Erscheinen, war ja auch, dass er etwas altmodisch ist. Und das auch im Vergleich zu einem anderen Mafia-Film, der im selben Jahr angelaufen ist, nämlich Martin Scorseses Goodfellas. Also das wäre jetzt ein Argument, das ich nicht unbedingt vertreten könnte, denn Goodfellas, klar, da haben viele gesagt, der hat diesen Michael Ballhaus-Shot, der dann irgendwie von der Küche in den Konzertsaal geht und das sei halt sehr aufwendig gewesen, diesen Tracking-Shot zu machen. Oder es gibt irgendwie dieses Breaking the Fourth Wall-Prinzip, dass Ray Liotta am Ende in die Kamera spricht, das sei alles super modern. Damit kann der Pate 3 natürlich nicht aufwarten, aber was mich da viel eher fast schon entsetzt hat, waren so wie in einigen Szenen doch sehr klischeehafte Darstellungen von so anderen klassischen Filmmomenten aufgegriffen wurden, die so gar nicht gemeint gewesen sind. Also es gibt ja zum Beispiel die Szene, in der Sofia Coppola und Andy Garcia sich so in der Küche näher kommen und dann gemeinsam so, so Backförmchen oder Teigförmchen machen. Das hat schon fast so was wie so ein Ghost wie der Film Ghost Effect gehabt, der auch übrigens auch im selben Jahr anlief. Also die Erotik, die über so über die Herstellung von Mahlzeiten vermittelt wird. Das ist vielleicht auch was Italienisches, weiß ich nicht. Ja, Nudeln sind kleine Nüdelchen, kleine klar, Nudeln. Die Nudeln hat auch die sie in auch auf der Arbeitsplatte in Mehl wälzen und ihre Finger treffen sich dann beim Nudeln der Nudeln. Da habe ich mich gefragt, gut, Coppola ist ein Familienmensch und auch ein Essmensch. Also er hat ja mal gerne Mahlzeiten immer zelebriert mit seinen Familienmitgliedern. Vielleicht war das so gemeint. Das ist extrem schlecht gealtert. Und was mich auch sehr geärgert hat, ist, erst als ich das gesehen habe, wusste ich, haben ja auch schon sehr viele Filme gebracht, das hätte Coppola nicht nötig. Es gibt so eine Szene, in der Al Pacino Garcia die Leviten liest und also relativ am Anfang noch und sagt, hier, so kannst du das nicht machen, das geht nicht. Und das geschieht während eines Dialogs, bei dem Garcia ihn rasiert. Und das ist einfach diese Gefährlichkeit der Situation darzustellen. Das hast du schon in so vielen Filmen gesehen. Man macht die Nassrasur, wenn besonders wichtige Dinge gesagt werden, bleibt man mit der Klinge dann kurz vor der Halsschlagader stehen, dann geht es dann doch wieder weiter, um zu zeigen, zwar gibt derjenige, der rasiert, den Ton an und er ist trotzdem auch derjenige, der sich der Gefahr aussetzt, aber trotzdem so viel Macht hat, dass er weiß, dass derjenige, den er zusammenfaltet, während er ihn rasiert, sowieso nicht das Messer nehmen wird, um ihm die Kehle durchzuschneiden. Ja, also das ist nun schon Detailkritik. Um da anzufangen, wo Coppola angesetzt hat, er hatte mitgeteilt vor Monaten,
Es handelt sich hier um den Umschnitt, um den eigentlichen Paten 3, den er damals nicht gedreht hat. Und er hatte, er hätte vorgehabt, den Film immer Coda, The Death of Michael Corleone zu nennen, weil ironischerweise stirbt Corleone am Ende gar nicht. Ne? Also anders als in der bisherigen Schnittfassung sieht man nicht, dass Corleone stirbt. Jetzt sagt Coppola, ja, Corleone soll leiden, ein Italiener vergisst niemals. Das steht, glaube ich, sogar als tatsächlicher Epilog ganz am Ende, auch etwas pathetisch. Man weiß ja, dass er das alles nicht verwinden wird. Hier wird er vor allem und wird am Ende den Tod seiner geliebten Tochter nicht verwinden. Und er fällt aber nicht vom Stuhl, sondern er sitzt wie Pacino im Paten 2 auf dem Stuhl. Damals im Paten 2 sitzt er auf seinem Gartengelände und ist vereinsamt. Das wird hier noch einmal wieder aufgenommen. So dann, es gibt diese Umschnitte gar nicht. Es gibt keine zusätzlichen Szenen, es gibt keine zusätzlichen Handlungsstränge, es gibt keine weiteren Figuren. Er hat auch den Ablauf nicht geändert, soweit ich das, ich habe den nun nicht beide unmittelbar verglichen, habe den Partner bei vorher zweimal gesehen, jetzt einmal bisher, das auf Michael Corleone. Es ist nicht feststellbar, dass dies ein anderer Film ist. Es ist genau der Film, den wir kennen, mit einem etwa zweiminütigen Vorspann von Coppola. Es gibt ein paar marginale Änderungen, die mir aufgefallen sind, weil ich es im Original doof fand. Also von daher war das eine Änderung, die mir gut gefallen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ihn jetzt auf Deutsch gesehen, nicht im Original, ich bin mir ziemlich sicher, dass der teilweise neu synchronisiert wurde. Denn es gibt ja diese Szene, in der Pacino, übrigens auch eine, die damals in allen Trailern immer gelaufen ist. Ne? Immer wenn ich versuche reinzukommen, ja. rauszukommen, zieht ja. es mich wieder rein. Mhm. Und da gibt es ja, das war so eine Trailer-Szene oder vielleicht auch Made-for-Trailer, also so ein klassischer Pacino-Ausraster. Aber er kriegt ja dann seinen Herzinfarkt. Und in der deutschen Synchronisation bin ich mir ziemlich sicher, dass er in der ursprünglichen Fassung den Namen seines Bruders gerufen hat, nämlich Fredo. Und das macht er in dem Film nicht. Der Fredo-Ruf ist draußen, während er vor dem Geschirrhügel da zusammensackt. Mhm. Er ruft seinen Bruder nicht mehr. Und ich weiß noch, wie dämlich ich diese Szene damals fand, weil die ist exemplarisch dafür, unter welchem, also das Problem, Coppola hat ja den Film 16 Jahre nach dem zweiten gemacht und er war noch nicht mal wirklich scharf drauf. Es gab halt die Debatte, oder das Studio wollte, sollte man das machen, er hat gesagt, dann mache ich es lieber selber. So ein bisschen wie Thomas Harris, der lieber seine Romane schnell selber schreibt, bevor jemand anderes die weitererzählt. So, und dann hat er das gedreht und du hast halt das Problem damals mit diesem Fredo-Ruf gehabt. Er konnte halt nicht voraussetzen, dass alle nach 16 Jahren noch wissen, was im zweiten Teil passiert ist oder das nachgeholt haben. Er musste also sehr viele Story-Elemente verbalisieren, damit wir verstehen, was in Corleone vorgeht. Ja. Deshalb der Fredo-Ruf. Und es gibt da so einiges von. Ne? Also der Fredo wird immer gefragt, ist Papa dafür verantwortlich, dass er ihn umgebracht hat? Das muss sofort geklärt werden. Die Tochter erkundigt sich bei Andy Garcia, der es wohl kaum besser weiß als sie, denn er ist nur der Neffe, der übrigens am Anfang Corleone noch sieht. Und Talia Shire, die Schwester Corleone, spielt. Leider auch sehr unterverkauft in dem Film. Ja. Ja, die steht immer dabei und sieht immer gut aus, aber am Ende vergiftet sie jemand mit Cannoli und ist auch einigermaßen fies. Übrigens auch eine Szene, bei der man sofort weiß, dass da was Böses passiert, weil sie nicht richtig abbeißt. Also das ist auch storymäßig nicht clever gemacht, um dann Twists zu verursachen. Also ist einfach sehr transparent, was Coppola da mit ihrer Figur vorhat. Weil alles überhaupt vorhersehbar ist. Es wird alles erklärt. In umständlichen Kammerspieldialogen. Aber noch einmal zurück zu Talia Shire. Sagt man Talia Shire wahrscheinlich? Ich habe den Namen noch nie ausgesprochen. Also, bei den Hobbits gibt es den in Mittelerde, die wohnen auch im Shire. Mhm. Auenland. Geschrieben Schiere. Naja, jedenfalls betritt sie die Kammer, stellt diesen Neffen vor. Du erinnerst dich an. Jetzt ist mir der Rollenname Vincent. Du erinnerst dich an Vincent. So wird er eingeführt bei Michael Corleone. Der kannte den Neffen offenbar gar nicht. So, und Bridget Fonda sagt bei der Feier,
der Verleihung eines großen Ordens für eine Spende von 100 Millionen des Stadtalters, des Erzbischofs in New York City, also des katholischen Erzbischofs, bei dieser Feier, fragt Bridget Fonda jemanden, der bei der Feier ist: Dieser Mann sieht unheimlich aus. Wer ist er? Und dann steht jemand im Vorraum: Das ist Luca Brasi im ersten Paten. Es wird nahezu alles zitiert. Die Frage von Sofia Coppola ist natürlich die Frage von Diane Keaton im ersten Paten, auch an Al Pacino. Auch an Al Pacino. So vieles wird zitiert, wird etwas variiert, damit die Erinnerung wachgerufen wird. Das hat es alles schon mal gegeben. Und dann noch einmal die Ermordung Fredos. Weißt du, das ist das Problem von Coppola auf der Metaebene, dass er das einfach alles mit einbauen musste, weil er nicht mal voraussetzen konnte, dass es genug Fans gibt, die sich an die komplette Chronologie erinnern. Aber so wird man es überhaupt nicht verstehen. Man wird es auch so nicht verstehen. Oder es ist eine Beleidigung für all diejenigen, und das waren sicher doch die meisten, die alt genug waren jedenfalls, auch Jüngere, die ersten beiden Filme gesehen haben und so oft gesehen haben. Und dann hat es eine Lächerlichkeit, wenn noch einmal nacherzählt wird, der hat womöglich seinen Bruder umgebracht. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Es wird ja auch nicht erklärt, weshalb Diane Keaton jetzt wiederkommt. Natürlich, die Kinder sind erwachsen geworden. Der glanzlose Sohn will eben nicht Anwalt werden, was ihm der Vater geraten hat. Das wird ausgerechnet jetzt im Hinterzimmer bei dieser großen Veranstaltung. Ja. Wird das besprochen? Da muss ich dir zustimmen. Es gibt drei Figuren. Ich habe drei Figuren zusammengezählt, die in diesem Film nicht notwendig gewesen wären, damit das passiert, was passiert. Also dazu gehört also noch nicht mal Talia Shire, sondern dazu gehört, wie du auch gerade gesagt hast, Diane Keaton. Streng genommen ist sie für den Ausgang der Geschichte und den Verlauf der Erzählung nicht relevant. Der einzige gute Moment, den sie hat, den erhält sie am Schluss, als Pacino den Himmel verflucht, weil seine Tochter erschossen wurde und sie mit einem Blick halt bedenkt, den man bei ihr noch nie gesehen hat in der Rolle der Kay. Nämlich, dass sie jetzt erkennt, dass auch er Schmerz empfinden kann. Ne? Das ist ihre Funktion. Zweite Figur, die keine Rolle spielt, ist, hast du auch schon erwähnt, Bridget Fonda. Spielt keine Rolle, diese Journalistin. Sie wird nur Zeuge davon, wie Garcia brutal Attentäter erschießt, sie auf ihn abgesehen hat. Vorher seine Geliebte, ja, dann aber ist das eine ist ganz, auch die kurze, Geschichte gar nicht. Ganz kurze Szene. Das war ein Star-Faktor, den er drin sie, hatte. Sie verschwindet vollkommen aus dem Film, nachdem er zwei gedungene Mörder einbrechen. Da kannst du auch jemanden, sie hat ja auch schon ein bisschen einen Namen gehabt, da kann man sie doch nicht dafür besetzen, weil du dann als Zuschauer auch dann erwartest, dass man diesen Namen dann auch nochmal wieder sieht. Das findet nicht statt. Aber wer mich am meisten geärgert hat, ganz kurz nur, das war hier George Hamilton. Ja. Tom Hagen wollte ja nicht mehr, also Duval. Ne? Da gab es Gagenstress und der wollte so viel haben wie Pacino, was ja völlig irrsinnig gewesen ist. Und das Schöne an Tom Hagen war ja, dass er assoziiert und mehr oder weniger adoptiert wurde von den Corleones und Familienmitglied war, aber immer so ein bisschen daneben stand, weil er mit kühlem Kopf halt Strategien entwickeln konnte. Hamilton, den brauchst du auch nicht für den Film. Der macht nichts außer den juristischen Streit abzuwägen mit dem Vatikan. Ja, eigentlich. Aber der leistet ja keinen Beitrag für die Erzählung also des Films. Der hat überhaupt keine Funktion. Er wird auch nur sehr selten gezeigt, huscht durch die Gänge, gut aussehend, wie er immer war. Auch eine merkwürdige Besetzung. Kein italienischer Darsteller, auch etwas zu schön. Der Consigliere ist er sowieso nicht. Abgesehen davon war viele Jahre vorher ja Tom Hagen auch als Consigliere bereits abgelöst worden, weil Corleone legal werden wollte. Und darum geht es hier auch. Er will noch immer legal werden, wird aber wieder ins Illegale gezogen. Er will sich absetzen, indem er sich sozusagen in die katholische Kirche einkauft, nämlich Anteile der Immobilienfirma, jetzt habe ich den Namen doch wieder vergessen, Vatikanbank kontrollierten Immobilienanstalt erwirbt und sogar die Mehrheit so. Und damit macht er gute Geschäfte auch für die anderen, denen dann große Schecks überreicht werden. Die wollen weiter Anteil haben an seinem Vatikangeschäft und er will das nicht und wird dann doch wieder hineingezogen, unter anderem auch von dem verhältnismäßig kleinen Ganoven Joe Mantegna, der sich mit
mit Andy Garcia als Vincent angelegt hat. Das ist eigentlich auch ein unnötiger Nebenstrang. Der kleine Mafia-Gauner Mantegna, der sich ungerecht behandelt fühlt, hat eine Rechnung offen mit Vincent. Dann gibt es wieder diesen Straßenzug in New York City. Es gibt wieder die Prozession. Es gibt den Umzug mit der Jungfrau Maria. Und Garcia reitet als verkleidet als Polizist damit und erschießt dann schließlich Mantegna. Da ist wieder nochmal der große Aufzug, den man aus dem zweiten Paten kennt. Wo, alles wo so Macy's-mäßig. Ja, und also da denkt man, das ist ein Déjà-vu, nur damit wieder dieser schön geschmückte Straßenzug, der spektakulär war im zweiten Paten, gezeigt werden kann, wird die Falle, wieder der Umzug. De Palma oder selbst Scorsese hätten die Falle auch viel besser inszeniert. Ne? Also dieser, ich glaube, der heißt Sasa oder Sasso, ja, der, Sasso. Wird er so hineingezogen. Joe Sasa. Wird er hineingezogen von diesem Rockabilly-Typen, der ihm das Auto zerkratzt. Ja, ne? Und dann sieht man schon mal so die Hufe von Andy Garcias immer Pferd wieder, ins Bild. Und ja. Das hätte De Palma oder so, auch wenn er nicht der bessere Regisseur ist, aber doch viel suspensemäßiger inszeniert, als in diese doch sehr schnörkellos chronologisch richtig geschnittene Szene. Ich finde, da hätte Coppola, aber da war das Ausgangsmaterial vielleicht nicht mehr vorhanden, da hätte der viel bessere Montage machen können. Es ist aber ohnehin sehr unspektakulär. Es wäre wahrscheinlich nicht mal nötig, Joe Mantegna zu töten. Es gibt wieder die Parallelmontagen aus dem ersten Paten. Also einerseits das katholische Ritual, da ist es die Taufe des Neffen, glaube ich, im ersten Paten, also der katholische Ritus, und dagegen geschnitten sind die Morde, sind die Tötungen aller Feinde, und da wird auf Lateinisch aufgesagt, und dazwischen sieht man, wie der eine nach dem anderen getötet wird. Brillant im ersten Paten, hier holzschnittartig, überhaupt nicht dramatisch. Die Figuren haben keine Fallhöhe. Am Ende als Höhepunkt geht jemand zur Villa von, ich glaube, heißt er Don Tomasini. Don Tomasini wird also jedenfalls genau der Erzbischof in Italien, als es dann in Sizilien spielt, soll der Drahtzieher, ich glaube sogar derjenige, der eigentlich das Geschäft, der Immobiliare, so heißt diese Immobilienfirma, der das Geschäft der Immobiliare führt, wird von einem unbewaffneten Schergen mit dem Bügel seiner Brille erstochen, und zwar ja auch, in die Brust. Ja, du weißt ja auch, nee, ich dachte Halsschlag an den Hals, ne, oder? Oder war es die Brust? Der Brust war ein bisschen ich hart, glaube, ne? Man denkt ja halt, oder na gut, du hast einen recht. Nacken oder ja, so? Vordernacken. In den Hals, aber es ist ein Plastikbrillenbügel. Ja. Aber ist das nicht, ich habe mir diesen Spruch notiert, so ich mir einiges hier notiert habe. Also damals beim Paten war das so, du hast irgendwie die Klavierseite von hinten bekommen und dann gab es diesen Spruch, viele Grüße, ich soll sie schön grüßen, so Möbel-Höffner-mäßig, umgebracht. Und da hast du das jetzt, da sind die Sprüche auch so bemüht blöd. Also ich habe mir das notiert, wie er erledigt wird. Ne? Er bringt ihn mit dem Bügel um und sagt dabei, die Macht erledigt die Machtlosen. Mhm. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Die Macht, also es ist, jeder, der den anderen umbringt, ist in dem Moment mächtiger. Ist doch völlig klar. Ja. Das habe ich mir notiert. Mhm. Und einen anderen blöden Kalenderspruch, der auch keinen Sinn ergibt, der wird am Anfang gesagt, da wird zu Michael gesagt, Freundschaft und Geld, das ist wie Öl und Wasser. Ja. Was ist denn das für ein Vergleich? Was soll denn das heißen? Ja. Was heißt es, dass es zusammenpasst oder nicht? Öl und Wasser geht doch auch zusammen. Wer zu viel Öl benutzt hat, schickt ein bisschen Wasser hinterher. Freundschaft und Geld wie Öl und Wasser. Ergibt für mich keinen Sinn. Ja, das ist eine der Sentenzen, die Corleone früher eben nicht gesprochen hat. Früher hat er beiläufig, sein Vater Vito hat etwas beiläufig gesagt, das wurde zum geflügelten Wort. Jetzt hat Coppola, Mario Puzo, hat er das Drehbuch geschrieben, jetzt haben sie versucht, das Angebot, das man nicht ablehnen kann, und dergleichen, Luca Brasi schläft bei den Fischen, mutwillig hineinzuschreiben mit bedeutungsschwangerem Gesülze und Zeug, das überhaupt nicht zum Plot passt, das nicht zum Charakter von Michael Corleone passt. Allein die Badewannenszene im Part 2, als Tom Hagen ihm sagt, im alten Rom hat man das so und so gemacht. Das hat gereicht,
Ja. Damit er sich die Pulsadern aufschneidet. Das war intelligent. Da musste nichts angedroht werden und nichts gegrüßt werden. Man hat jemandem einfach irgendwie eine alte Geschichte erzählt von Herrschaftsverhältnissen aus dem Rom. Er wusste, okay, ich bring mich lieber selber um. Ja, und dieser alte Mann, übrigens hat der Schauspieler dann den Oscar für eine Nebenrolle bekommen, der schon im Gefängnis war und sich freute darüber, dass Tom Hagen kam. Und er redet sozusagen um sein Leben und er sagt, Tom, ihr kriegt mich doch hier raus, ne? Ach, raucht eine Zigarette oder eine dicke Zigarre sogar mit Hagen. Und ach, ich bin so froh, dass du kommst. Und dann sagt Hagen, naja, es ist so. Und dann erzählt er von dem alten Römer, der sich einfach ins Bad gelegt hat und in die Badewanne gelegt hat und nicht mehr aufgestanden ist. Und dann versteht es der schnauzbärtige alte Italiener. Ich muss dich aber in einer Sache korrigieren. Der Nebenrollen-Oscar in jenem Jahr ging an jemand anderen, den du auch kennst. Aber nominiert war der. Das kann gut sein. Also ich glaube, er ging ja dann an De Niro, der den Vito gespielt hat. Ne? Nominiert waren außerdem noch Hyman Roth, also sprich hier Schauspielschule Lee Strasberg, wo alle Deutschen mehr hingehen. Ne? Genau. Alle deutschen Schauspieler gehen immer auf die Lee Strasberg-Schule. Aber ich hätte auch gedacht, dass Strasberg Oscar bekommen hat. Nee, der war nominiert und da habe ich erst zum ersten Mal von ihm gehört. Vielleicht war das sogar die einzige Nominierung, die Hyman Roth alias oder umgekehrt. Ja, Strasberg, alias Hyman Roth. Es war wohl so, jetzt haben wir uns verfangen, ich weiß auch den Namen des Schauspielers nicht, aber es war wohl so, dass die drei für die nehmen. Also drei aus einem Film, aus dem zweiten Paten, auch sehr zu Recht. Was ja sowieso toll ist, weißt du, der Pate 1 und 2 sind Familienfilme und es gibt in beiden Kategorien, auch beim ersten Paten, sau viel satte Nominierungen. Deswegen die ganze Familie wird auch zusammen nominiert, kann man fast schon sagen. Es gab später nicht. Aber mit den Dialogen nochmal. Ne? Ich habe mir noch ein bisschen mehr nochmal notiert. Ne? Es gibt Gemeinplätze wie in jedem Unternehmen. Wir kontrollieren viel Geld mit wenig Geld. Okay, kann man sagen, ist in Ordnung. Aber dann gibt es auch Widersprüche. Oder vielleicht kannst du mir das ja erklären. Vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden. Michael sagt zu Vincent, lass niemals jemanden wissen, was du denkst. Ja. Ne? Aber dann pass auf. Dann gibt es einmal Kay, ne? Die nur damit wir Zuschauer das auch endlich verstehen, weil wir es anscheinend sonst aus ihrem Schauspiel nicht erkennen könnten. Vielleicht sollte ich mal aussprechen, dass ich dich immer geliebt habe, Michael, sagt Kay. Und dann sagt er am Ende auch noch mal, wie heißt sie noch mal, Sofia Coppola in dem Dings, in dem Film? Sie sagt dann nämlich auch zu Vincent irgendwie, ich werde dich für immer lieben. Es gibt so viele Finalismen, so viele final ausgesprochene Wörter, dass man gar nicht mehr weiß. Also soll man das dann einfach so annehmen? Ja, oder soll das sozusagen die Erklärung dessen sein, was das Drehbuch selber an Emotionen nicht zwischen den Zeilen vermag? Naja, man muss die Peinlichkeit aushalten. Das ist alles gewollt, es ist alles Papieren. Aber der Reihe nach, die eine Szene, Keaton, Pacino, es ist eigentlich die letzte, es ist das Bekenntnis der Liebe. Und zwar über einen, wenn ich es recht gesehen habe, einem Carpaccio links von Diane Keaton. Sie poolt die ganze Zeit an einem Brot über ihrem Teller und Pacino sitzt auf der anderen Seite des Tisches. Links neben ihm ein großer Teller Oliven. Und bei der Gelegenheit, mittlerweile sind sie in Sizilien, da der Sohn, der eben nicht Anwalt werden will, der wurde Pacino sehr schnell überredet. Innerhalb von anderthalb Minuten ist er umgefallen und hat gesagt, na gut, dann wirst du eben Sänger. So, jetzt wird auf Sizilien die Cavalleria Rusticana wieder aufgeführt. Haben wir schon im zweiten Paten, glaube ich, Cavalleria Rusticana, eine Bauerntragödie. Und wird auf Sizilien im großen Opernhaus, damit dann das Finale da stattfinden kann. Ihm geht ja auch der Trenchcoat bis zu den Schuhen, ne, Pacino? Sieht man ja auch, wenn das rumläuft, jetzt ist er so ein Gefahr. Aber auf Sizilien ja nicht. Nee, da nicht. Du meinst, da läuft er rum wie der Bauer. Ja. Oder du meinst noch in New York. Also der gesamte. Gut, sorry, Sizilien. Die zweite Hälfte spielt auf Sizilien. Und da sind natürlich die alten Freunde. Und er macht eine Führung durch seine Heimatstadt mit Diane Keaton. Er dreht sich um, der Chauffeur. Ja, genau. Und sie hatte vorher gesagt, nein, es ist nicht so, dass ich dich ablehne. Ich habe Angst vor dir. Das wissen wir. Aus dem zweiten Paten. Da hatte sie große Angst vor und wollte nie mehr mit ihm zusammen sein, fürchtete, sie würde umgebracht. Jetzt sagt sie nochmal, ich habe Angst vor dir. Kommt aber mit der Bahn nach, also erstmal mit
Spielt übrigens ja 1978 im Jahr des Todes des ersten Johannes Paul. So, jetzt kommt sie also mit einer Dampflokomotive 1978 da an, um der Cavalleria Rusticana ihres Sohnes beizuwohnen. Und Michael zeigt ihr Sizilien und sie fahren durch die Gegend. In der Zwischenzeit wird der alte, auch hier völlig unsinnig eingesetzte Berater Don Tomasini, der im Rollstuhl sitzt, mit seiner Schiebermütze und der clandestin flüsternd von Michael um irgendeinen Rat gefragt wird, den er zweifellos nicht geben kann, weil es sich ja hier um Immobiliengeschäfte in Rom handelt. Ne? Und so, und dann sitzen sie bei der Villa eines Freundes dort in Sizilien im Hinterzimmer und er gesteht ihr nach einem Geplänkel über die Familienverhältnisse und so weiter sein Lieber, ich habe dich immer geliebt, Kay. Und dann kann sie nicht anders als zu ihm über dem Carpaccio und das Brot bröseln zu sagen, ich habe immer nur dich geliebt, ja, das Michael. Das war ein großer Fehler. Aber die, ja. dieser Sizilien-Moment wird sogar noch übertroffen von dem, das hatte ich dir auch geschrieben, von dem wunderschönen Sizilien-Moment, in dem sein eigener Sohn ihm die Godfather-Melodie vorsingt. Mhm. Und ich habe ja auch geschrieben, das wäre so, als würde man Darth Vader den Imperial March vorspielen. Also der Godfather kriegt sein eigenes... Aber wie ist das überhaupt möglich? Also ist eigentlich die Hommage Francis Coppolas an seinen Vater und an die Musik, die wahrscheinlich, da, ja, die stimmt, Carmine Coppola geschrieben hat. Das würde Sinn ergeben, aber das weiß man ja nicht, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Ne? Also man kann nicht als Bösewicht seine eigene Titelmelodie vorgesungen bekommen. Ich weiß gar nicht, wie man, also da wollte er, das war der sogenannte, ich habe den Begriff auch schon oft benutzt, der sogenannte Fanservice. Man gibt dem Zuschauer Wiedererkennungswerte mit, damit man sich abschließt mit dieser Godfather-Saga, wohlbehalten. Alle Elemente, die diese Saga ausgemacht hat, an sich reißen kann, sagen, aha, dieses Lied gab es also wirklich, das war eine Volksweise aus Sizilien, die in Palermo gedichtet wurde. Und aber das sind diese Sizilien. Überfrachtet. Es gab eine Sache, die ich in Sizilien gut fand. Es gibt ja dieses Mörderduo, Vater und Sohn, ne, diese Bauerntruppe und die zu dem, ich will mal Antebellum sagen, weil ich vorhin Antebellum gesagt habe, aber Lady Antebellum, die amerikanische Country. Ja, nee, also Don Altobello, ne, gehen sie hin, der übrigens Eli Wallach, der damals ja 75 gewesen ist und erst ganz spät gestorben ist, ne, der hat danach noch 25 Jahre gelebt, da geht dann dieses Don Camillo Peppino Peppo, Dings, oder wie der heißt, Duo zu dem Eli Wallach hin und ich finde, also eine Sache, die wirklich subtil gemacht ist, so wie generell, also Coppola kann gut Blicke inszenieren, so wie er damals den Blick inszeniert hat, bevor Michael Corleone Kay geschlagen hat im zweiten Parten, als sie ihm gesagt hat, sie hätte abgetrieben, ne? Also diesen Wutblick, den er hatte, dann dieser Blick, den Kay jetzt am Ende vom dritten hat, in dem sie halt Michael erkennt, dass er um seine Tochter trauert, gibt es hier diesen Einblick dieses Vaters zu seinem Sohn, dem diese Scham ins Gesicht geschrieben steht, als der diesen Eselruf macht, ne, vor Altobello. Ne? Der sagt doch irgendwie, du kannst das doch so gut, du kannst doch den Esel nachmachen. Und dann macht er den gerne mit seiner Schnute. Und dann gibt es diesen Einblick des Vaters zu seinem Sohn, wo die ganze Familienschande halt dann wie zum Ausdruck kommt. Ne? Ich habe einen Clown, also ich habe einen Killer als Sohn, aber er ist ein Killer-Clown. Clown-Killer. Ne? Also das war eine Sache von Sizilien, die der Eselruf wird dann später bei der Oper, vor der Oper noch einmal wieder aufgenommen. Also der Sohn gehört natürlich zu den Verschwörern, was auch wieder den zweiten Paten aufnimmt, da die Frau, die Michael auf Sizilien geheiratet hat, ermordet wird mit der Autobombe. Und da gibt es auch diese glutäugigen, olivfarbenen, gebräunten Schergen und Meuchelmörder, und von der Sorte ist dieser Mann auch, der dann in der Oper neben dem eigentlichen Attentäter zu den Verschwörern gehört, die da Michael umbringen sollen und letztlich auf den Stufen der Oper die Tochter Sofia Coppola erschießen. Noch etwas, wir haben gar nicht gesprochen über etwas, das zumindest im ersten Teil nahezu im Zentrum steht, oder wir haben es nur beiläufig erwähnt, mit dem Nudeln ausrollen. Es handelt sich ja hier um einen Inzest, nämlich Andy Garcia und Sofia Coppola. Und
Vincent, der sozusagen eingesetzt wird als neuer Pate auf Sizilien von Michael Corleone. Das ist auch etwas peinlich, pathetisch, mit Handkuss inszeniert. Also der muss ihr entsagen. Und man weiß nicht, ob das nun wahre Liebe ist. Jedenfalls ist da eine große Lust und Leidenschaft entfacht. Vor allem noch mehr noch bei Sofia Coppola. Und Vincent muss auf sie verzichten. Der Vater drängt darauf. Das geht nicht. Es ist gefährlich, sagt Michael. Und was er nun auch wissen müsste, sie müsste es auch wissen. Und in der Oper teilt er ihr beiläufig sozusagen zwischen Tür und Angel in dem großen Auftrieb damit, es geht nicht, es ist auch nicht die Entscheidung deines Vaters, es ist meine Entscheidung. Und dann steht sie mit Tränen in den Augen in diesem Vestibül, bevor die Oper beginnt. Und dann gibt es wieder die Parallelmontage, das Geschehen auf der Bühne und es ist natürlich auch wieder ein Meuchelmord mit Messer und es werden die Wagen. Am größten Opernschrei soll die Pistole abgeschossen werden. Ja, Parallelmontage. Genau. Also auf dem Höhepunkt der Dramatik und es singt der Sohn Michael Corleones genau in dem Moment, also Hitchcocks, der Mann, der zu viel wusste, da in der Royal Albert Hall. Hier ist es genauso. Das dramatische Crescendo und der Sohn singt und dann soll der Schuss fallen. Und das gelingt aber nicht. Dem Meuchelmörder wird noch in den Arm gefallen, glaube ich. Ne? Und dann findet es auf der Treppe statt in der Oper. Aber guck mal, Sofia Coppola, ne? Also wir kommen ja nicht drum rum, der Elefant steht im Raum, man muss doch über Sima sprechen. Natürlich ist es jetzt leicht, irgendwie die Sau durchs Dorf zu treiben und in den Chor der Rezensenten einzustimmen, die ihr schlechtes Schauspiel vorwerfen. Ich mache es aber trotzdem und ich habe auch warum empfindet man das? Und ich habe lange wirklich über nachgedacht, was mir an ihr nicht gefällt. Und ich glaube einfach, also ich habe ja nie Schauspielunterricht gehabt, das ist nichts für mich und so. Aber ich stelle mir das immer so vor, dass sich ein Schauspieler vornimmt, bevor eine Szene angeht, dass er sie emotional auseinandergeht, sich überlegt, was soll ich hier zeigen, welche Emotionen, ne? Also worum geht es hier? Ich kriege eine Zurückweisung durch Vincent, weil er nicht mit mir zusammen sein will, also bin ich Basic-Gefühl traurig. Ich freue mich, dass er mir keine Loni backt, also bin ich Basic-Gefühl happy. Also man muss es ja irgendwie in so Quadranten aufteilen, sich überlegen, wie man spielt. Diese Frau, also innerhalb von Zeitraffer-Sekunden wechselt sie ihre Emotionen. Sie kann die nicht halten. Das ist so ein bisschen wie hier, wie mit Island, weißt du? Das Wetter ist immer anders. Alle zehn Sekunden. Oder irgendwie so ein Glas, wo du Finger reinhältst und es schlägt Wellen. Ja. Sie hat lauter Wellen im Gesicht. Vielleicht und sie kann keine Emotionen halten. Und das hat halt, man kann mit gutem Willen irgendwie sagen, okay, das ist vielleicht Ausdruck von einer Zerrissenheit oder einer Jugendlichkeit, so wie die Emotionen dann auch halt schnell, wie die Stürme über einen herbeiplatzen. Aber das kannst du als Schauspieler nicht machen. Sie kann auch ihren Blick nicht halten. Sie kann, das ist mir auch gefallen, sie kriegt relativ wenig Großaufnahmen. Das hat Coppola wahrscheinlich auch irgendwann gemerkt. Man kann ihr die Emotionen nicht ablesen, weil sie selber nicht weiß, wie sie die ausdrücken soll. Ja. Sie senkt den Blick zu oft. Also sie fühlt sich vor der Kamera einfach nicht wohl und sie kann keine grundlegenden Gefühle ausdrücken. Das kriegt sie einfach nicht hin. Sie war keine erfahrene Schauspielerin. Sie wollte Schauspielerin werden, wurde dann später Regisseurin, Drehbuchautorin. Wusste sie damals noch nicht, war 19 Jahre alt, war überfordert, hat glaube ich, nur in wenigen Filmen kleine Rollen gespielt, wenn überhaupt. Also wahrscheinlich in Studenteninszenierungen und in zwei Filmen von Freunden oder so. Hier hat sie eine tragende Rolle und war nicht reif genug dafür, wusste nicht, wie sie es machen sollte. Ja, also es gibt natürlich Kinderdarsteller, denen das gelingt durch Spontanität oder durch Training. Natürlich ist sie eine wankelmütige, eine zutiefst verunsicherte Gestalt. Natürlich bewundert sie den Vater über alles. Jetzt kommt der autoritäre, auch brutale Vincent. Übrigens merkt sie seine Brutalität an keiner Stelle. Deshalb wahrscheinlich die Rolle von Bridget Fonda. Sie merkt, dass er ein ruchloser Killer ist, ohne jedes Mitleid. Oder anders gesagt, der
der vollkommen nihilistisch tötet oder dem das nichts bedeutet. Er sagt dann zu Bridget Fonda, die eben noch mit dem Messer bedroht wurde, die ihn fragt, hast du den zweiten auch noch erschossen? Als hätte sie es nicht gehört. Oder der erschossene wird erschossen. Hast du den auch noch erschossen? Und dann sagt er, zieh dich an, ruf mal die Polizei an. Ne? So endet die Szene. Aber er hat einen übernatürlichen Schutzschild, das merkt man ja beim Hubschrauberangriff. Mhm. Er kann also als einziger, während alle zerfetzt werden von den Kugeln, durch den Saal laufen mit dem kleinen Pacino hinten dran. Genau. Und nichts passiert ihm. Er beschützt Pacino, obwohl es da überhaupt keinen Schutz gibt. Aber fast alle werden getötet und sie laufen da also zickzack durch den Raum und werden aber von den Maschinengewehrgaben, anders als andere, die sich ja auch darum bemühen, irgendwo Deckung zu finden, werden nicht zersiebt. Ich möchte eine Szene noch kurz erwähnen, die ich gut und schlecht fand und ich kann mich nicht entscheiden, das ist diese Rosengarten-Szene, als Michael seine Beichte ablegt. Auch ne? noch. Also natürlich, ne? Er muss weinen, ne? Und wann macht man das im letzten Film? Also Coppola, ich habe mich auch gefragt, muss der unbedingt jetzt nochmal das zeigen, was man sich vielleicht in den ersten beiden Filmen von Michael gewünscht hätte, nämlich ein bisschen Nachgiebigkeit oder Gefühl zu zeigen? Ist es ein bisschen zu platt, dass er noch weinen muss? Natürlich muss er darüber reden, dass er seinen Bruder getötet hat. Ne? Das muss er, glaube ich, zum zweiten Mal dann im Film sagen. Aber der Priester dort oder der Papst, der das abnimmt. Er ist noch nicht Papst, aber er wird dann zum Papst gewählt. Also er sagt ja irgendwie, das kann man nicht wirklich verzeihen, aber er wünscht es trotzdem, dass es passiert. Aber es gibt, weil ich vorhin so über die tollen Blicke in dem Film geredet habe, als Michael diesen Seelenfrieden nicht verabreicht bekommen vom Papst ins B und das realisiert, fangen auf einmal an, die Kirchenglocken zu läuten. Und dann, sowas habe ich bei Pacino noch nie gesehen, dann richtet er den Blick so von unten nach oben schielend, wütend nach oben zu den Glocken. Und das ist an Gott gerichtet. Also er sagt, jetzt bestrafst du mich damit auch noch. Die feierlichen Glocken verkünden, dass ich keinen Seelenfrieden bekommen werde. Das ist einfach ein perfektes Timing, ein guter Schnitt. Das macht das vielen wieder gut. Ne? Die Szene, das ist ja auch gut gesehen, so sehr gefilmt. Das ist sehr distanziert gefilmt. Also du wirst oft durch die Rosen hindurch werden, die so aufgenommen. Ne? Ja. Also als hättest du einen heimlichen Beobachter in diesem Garten. Keine direkten Aufnahmen, immer nur mit ganz viel Schemen und ganz viel Grün und Pflanzen an den Bildrändern und so. Also das bringt uns natürlich zu dem Helden all der Patenfilme, dem Kameramann Gordon Willis, der den Film auch noch eingerichtet hat, hat überhaupt nicht viele Filme gedreht. Einige für Woody Allen, der den Film Manhattan geholt hatte, also nach dem Paten. Und in den Jahren seit dem zweiten Paten hat er sehr wenige Filme gedreht. Und auch diesen hat er noch meisterhaft in Mahagoniholz und in Pflanzen und in Palästen und Sonne und das Goldene. Das hat er alles so eingerichtet, wie er es früher gemacht hat. Das bedeutet natürlich auch, den Bogen zu schlagen zu dem, was du anfangs gesagt hast über Goodfellas von Scorsese. Es gibt natürlich keine Tracking-Shots bei Gordon Willis. Es gibt natürlich keine Action bei Gordon Willis. Es gibt nur genau vorbereitete Tableaus, wie schon der Beginn des ersten Paten, die Kamera, die sich innerhalb des Raums immer weiter auf Marlon Brando zubewegt, bis er dann überhaupt erst sichtbar wird mit seinem Gesicht. Und so raffiniert ist es hier auch gestaltet bei natürlich viel hanebüchener Handlung. Also was in den anderen Filmen alles plausibel und psychologisch motiviert wirkt. Selbst wenn es das nicht ist, ist man vollkommen davon überzeugt, dass der hitzköpfige Sonny der hitzköpfige ist und dass er seine Schwester rächen muss, weil die von dem Typen im Unterhemd immer geprügelt wird. Das Selbstmordkommando Luca Brasis ist genauso glaubwürdig wie der Wandel Michael Corleones, der dann schließlich den Polizeipräsidenten erschießt, obwohl er nie mit Gewalt zu tun hat. So. Und hier ist einfach nichts mehr glaubwürdig. Es ist immer noch edel inszeniert. Die Schatten sind noch gut, wenn Antebellum im Taxi sitzt mit Michael, ne, nur die Schatten der Gesichter sozusagen fotografiert werden, damit man auch weiß, was die eigentlich gerade grübeln. Ja. Ne? Also welche dunklen Abgründe sich innerhalb von denen auftun. Das ist noch immer meisterhaft. Also die Form stimmt, aber es fällt alles auseinander, es ist nichts glaubhaft, auch die Beichte nicht. Er sagt vorher zu dem Kardinal,
Ich kann doch nicht beichten. Ich habe das so lange her. Und vor allem bereut aber er das ja finde ich noch nicht. Ganz gut. Nein, er bereut aber gar nicht. Er bereut gar nicht. Aber er weint doch. Ja, er weint dann, er weint aus Verzweiflung, aber er weiß, dass er nicht bereut und dass ihm nicht vergeben wird. Sagt er das auch in der Szene? Also, wir wollen es noch einmal sehen. Ich habe es mir nicht notiert, was er genau er sagt. Woran ich mich genau erinnere, bevor die Beichte passiert, spricht er in diesem Kircheninnenhof mit dem sehr verständnisvollen und hier gar nicht am Finanziellen interessierten, nämlich dem guten späteren Papst, also dem Gerechten, an den sollte er sich wenden, allerdings um seine Geschäfte zu befördern, beim guten Papst, also dem späteren Papst. So. Und dann sagt er, dann zittert er plötzlich, Diabetes, er hat einen Insulinschock, ob er eine Fruchtsaft oder Süßigkeiten bekommen kann. Da kommt sofort ein Tablett und da wird ihm ein Orangensaft gebracht und dann hört das Zittern langsam auf und dann wickelt er noch eine Süßigkeit aus und dann geht es wieder. Und das führt dann dazu, dass der Geistliche sagt, leg doch deine Beichte ab. So, das hat er nie getan. Und ich glaube nicht, dass diese kitschige Szene Michael Corleone beschreibt. Dieser Michael Corleone ist natürlich um Jahre älter geworden. Aber, naja, vielleicht ja, aber ist er dieser Michael Corleone und weint deshalb. Ne? Vielleicht ist er einfach obrigkeitshörig und weint deshalb, weil er weiß einfach, die Macht der Autorität ihn irgendwie zu erdrücken droht. Ich habe halt auch nie verstanden, warum, also Vincent bewundert ja Michael, weil er eine Ruchlosigkeit gezeigt hat und ein eigenes Familienmitglied getötet hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der exzellente Ruf, den Michael Corleone hat, darin begründet ist, dass er im Notfall auch einen Bruder tötet, damit die Geschäfte intakt bleiben. Das habe ich mir zum Beispiel auch nie wirklich abgenommen, dass dieser Ruf darauf besteht. Ne? Also er wird für verschiedene Sachen verschiedentlich bewundert. Vincent liebt ihn dafür, dass er über Leichen geht innerhalb der eigenen Familie, aber die anderen doch eher für seine Immobiliendeals und so weiter. Ja. Da wird Fredo in dem Moment halt auch wieder so einen Raum eingeräumt. Also Fredo ist ja die alles überstrahlende Figur der Trilogie damit auch geworden. Ne? Der ganze dritte Teil dreht sich ja nicht nur um den Umgang mit Fredo. Ja, und ich bin bei Fredo nicht sicher. Fredo trägt die früheren Filme nicht. Er kommt am Rande vor, er hat den Verrat begangen und die Szene in dem Bootshaus oder auf dem Landsitz in Lake Tahoe mit Fredo, der in das kleine Ruderboot steigt zum Angeln und mit jemandem, der den Außenbordmotor bedient und ihn dann schließlich umbringt. Also diese Szene und vom Ufer aus beobachtet Michael das mit versteinertem Gesicht. Er hatte sich genau überlegt und zwar für den Tag, an dem seine Mutter gestorben ist oder am nächsten Tag. Ihre Mutter ist gestorben und er wusste Michael wusste vorher, an dem Tag wird er den Bruder umbringen lassen, weil er von dem Verrat weiß. Es wäre auch möglich, das erzählen. Ja, ich glaube nicht, dass es Jahre später eine Reue gibt. Denn es weiß kaum jemand sicher. Es wird nicht gesagt, dass der erschossen wurde, sondern es wird gesagt, es gab einen Bootsunfall. Der ist auf dem See, ist er ums Leben gekommen bei einem Bootsunfall. Ja, so. Michael Corleones Ruf überhaupt nicht auf den Tod des Bruders, der Halodri, der schwachsinnig war. Er hat einmal gesagt, der ist so schwachsinnig und er ist so leichtfertig und idiotisch. Insgesamt aber ist er natürlich, wenn auch nicht für den realen Ruf des Paten Michael Corleone fundamental, dann aber doch zumindest für die Darstellung der Charakterentwicklung Michael Corleones. Die ersten beiden Filme endeten ja auch mit Verrat oder mit Lüge. Ne? Der erste endet ja damit, dass Michael zu Kay gesagt hat, irgendwie, nee, glaub mir bitte, ich war das nicht. Ne? Das ist die eine Lüge, die schon grandios war. Und der zweite Teil, und das wäre ja auch der perfekte Abschluss der Patenreihe gewesen, der zweite Teil, endet ja damit, dass Michael Corleone damit leben muss, mit dem, was er getan hat. Unabhängig davon, ob ihm das wirklich so nahe geht, jahrzehntelang oder nicht, oder ob sich darauf irgendwie nochmal so ein Ruf bildet, ist es für den Zuschauer ja einfach großartig zu sehen, dass eine Reihe so endet. Das
wir nicht wissen, was diese Figur naja. Damit machen wird. Und das offene Ende wäre vielleicht viel interessanter gewesen, als irgendwie jetzt seine emotionalen Ausbrüche, sein Herzinfarkt. Und das ist auch das Blöde mit dem Abschluss einer Reihe, also dem Ende der Trilogie oder der Coda, wie jetzt Coppola das irgendwie sagt, dass du den halt, wenn du schon so betitelst und damit finalisierst, dann kannst du ihn natürlich nicht mit einem offenen Ende ausstatten. Dann muss es am Ende halt die Tragödie geben, den Abschluss der Figur. Naja, also eine Coda, die 2 Stunden 40 Minuten dauert, ist eine sehr lange Coda. Ne? Also es ist nicht der kleine Nachklapp sozusagen oder das bloße Schlussgeplänkel, der Nachklapp, sondern es hat die es soll die große Tragödie sein, der eigentliche Abschluss, den es aber im zweiten Paten gibt, wenn Pacino noch jung an Jahren, aber eigentlich im herbstlichen Garten, also im Herbst seines Lebens, auf der Bank sitzt oder auf dem Stuhl und nur vor sich hin starrt. So, ja, das Herz ist eine Mördergrube und wir werden niemals erfahren, ob er irgendetwas bereut. Denn er hat eigentlich alles verloren. Also ein Kind wurde abgetrieben. Er hat die Frau verloren, die er geliebt hat, und er hat die beiden Kinder verloren, die sind mit Kay gegangen. Er hat den Bruder umbringen lassen. Seine Mutter ist gestorben, Sonny wurde schon lange vorher umgebracht. Und er hat noch Tom Hagen, ne, möglicherweise, den er aber als Konziliere... Wird er eigentlich erwähnt in dem Film? Nein. Ja, doch, es wird einmal wird gesagt, es kommt ein Neffe oder Sohn Tom Hagens vor. Aber ich meine, da würde sich mir die Frage stellen, wurde die Rolle mit Absicht verkleinert, als Duval abgesprungen ist? Oder weil von vorne so klein vorgesehen? Weil so wie Hamilton da auftritt, spielt die Figur überhaupt keine Rolle mehr. Ja, also Hagen hatte auch vorher, hat er protestiert, dass er als Konziliere abgelöst wurde. Er wollte weiter von Bedeutung sein, war dann aber eigentlich nur noch Mittelsmann. Aber ist noch immer sehr eindrucksvoll im zweiten Paten. Hier ist ja erkennbar, weil Corleone ja seit Jahren angeblich legal ist und sich, das hat er ja schon im zweiten Teil versucht, ne? Jetzt spendet er ja, ich glaube, wie viel? $500 Millionen an die katholische Kirche und der raffinierte und durchtriebene Bischof, Kardinal in den USA will ihn noch auf 700 Millionen, glaube ich, hochhandeln und sie einigen sich dann auf 600 Millionen und er wird eben Teilhaber dieser Immobiliare. Denn damals gab es diesen Skandal um die Vatikanbank und Gerüchte und das wurde hier aufgenommen, dass man sagt, naja, da war sowieso mafiöses Geld drin, dann können wir den Paten doch zum Teilhaber der Immobiliare machen bei dem Versuch, sein Geld zu waschen. Also und der mysteriöse Tod von Paul I. Ne? Genau, also am Ende wird dann auch noch Tee serviert. War ja der 3-Monats-Papst. Man sieht kurz die Wahl und er nimmt die Wahl an. Und nachdem er Michael Corleones Beichte abgenommen hat. Und dann sieht man, wie ihm ein Tee gebracht wird. Er liegt im Bett und dann sieht man am nächsten Morgen, wenn die Nonne... die Schwester da ins Zimmer kommt, er ist tot, er ist über Nacht gestorben und es wird angedeutet, es könnte der vergiftete Tee gewesen sein. Es gab tatsächlich diese Gerüchte um den Tod Johannes Paul, der vorher noch bei bester Gesundheit war und da sagte man, das hängt möglicherweise zusammen mit diesem Immobiliare-Skandal und mit der Vatikanbank und so weiter. Nichts davon ist bewiesen. Das ist alles hier im Hintergrund und wird eben vermengt mit der Familiengeschichte und hatte damals so eine Art aktuellen Anstrich, dass man sagt, ja, dieser Puzo, der hat das doch sehr realistisch gemacht. Ja, schon 1947 hat er das beschrieben und jetzt beschreibt er auch noch, wie es halt 1978 war. Ja, der ist aber diesmal in die Falle gelaufen. Ne? Du hast ja im zweiten Partner, hattest du ja diesen Castro, ne? Die Machtübernahme in Kuba.
das noch so miteinander verwoben, richtig, dass die Corleones nebenher gefahren sind mit ihrer Storyline und das nur gestriffen haben. Zwei Welten haben sich da berührt. Das ist in Ordnung, aber wenn du jetzt eine Kausalität wie beim dritten Part mit einbaust, dann bist du im Bereich der Verschwörungstheorien. Dann bist du UFOs landen, ne? Däniken, dann bist du bei den, dann bist du bei den Verschwörungstheorien. Und da sollte man sich halt auch nicht übernehmen. Und da haben sie sich einfach übernommen. Puse, der ja, glaube ich, das war ja keine, wenn ich es richtig weiß, ja keine Literaturvorlage, sondern es war ein Originaldrehbuch, das er für Coppola gemacht hat, ne? Ja. Kopp und Kopper. Ja, ja. Also der erste Pate ist so sehr gut durchkomponiert. Das ist zwar Trivialliteratur, aber wer es je gelesen hat, der weiß, dass nahezu jede Szene von Coppola umgesetzt wurde. Es gibt übrigens Coppolas kommentiertes Drehbuch, also da er ja hinreichend eitel ist, hat er dafür gesorgt, dass er sein getippter Entwurf, den er mit Puzo erarbeitet hatte, dass der all seinen Seitenkommentaren, Anmerkungen und handschriftlichen Änderungen veröffentlicht wurde. Da kann man sehen, wie er gearbeitet hat. Coppola war schon versierter Drehbuchautor, der ja auch schon zwei Filme vorher gedreht hatte. Aber vor allem hatte er schon 1970 Patton mit George C. Scott geschrieben, auch ein fantastisches Drehbuch. Und hier, das ist über ihren Möglichkeiten. Also genau genommen muss man sagen, wenn dieser Papst Johannes Paul im Bunde war mit Michael Corleone, ihm zugetan war, dann hat er sich ohnehin in mafiöse Verhältnisse gestrickt und die Feinde des Michael Corleone waren auch die Feinde des Johannes Paul. Das alles wirkt nicht so recht überzeugend. Das hat ja auch überhaupt damals, glaube ich, 1990 auch keine großen Wellen geschlagen. So uninteressant war der Film. Normalerweise hätte man ja, wenn schlimmer, guck mal, sowieso wie Coppola ja irgendwie die Mafia eingebunden hatte, 72 im ersten Part, die zum Dreharbeiten gegangen sind, durften das alles angucken und sagen, ja, Film war gut, wie wir dargestellt werden und so. Hätte man jetzt ja zumindest für so eine Entrüstung antizipieren oder erahnen können, die von der katholischen Kirche auskommt über diese Verschwörung. Aber das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Nein, so unbedeutend war dieser Film am Ende. Nein, es war den investigativen Ermittlungen in dieser Angelegenheit ja nachgeordnet. Und als Skintop erkennbar, während die tatsächlichen Skandale, die ja etwa zum Selbstmord, ich glaube, des Präsidenten dieser Vatikanbank geführt hatten. Das wurde alles nicht nur in italienischen Blättern von Medien aller Welt untersucht. Und auch da gab es natürlich Verschwörungstheorien. Aber man war jedenfalls davon überzeugt, dass das alles so verworren und undurchschaubar war, dass man das niemals aufklären würde. Das haben sie sich hier zunutze gemacht, statt einfach die Familiengeschichte weiter zu erzählen, sondern es wurde hier wild fabuliert. Der Grund, weshalb Corleone nach Italien reist, ist ja eigentlich nicht, um in Rom da die Strippen zu ziehen. Dieses Geschäft wird immer wieder aufgeschoben. Man weiß auch nicht genau, wer das da verhindern will. Ne? Er hat ja nun 600 Millionen gezahlt für Immobiliare. Nein, der Grund, weshalb er nach Sizilien fährt, ist die Aufführung der Cavalleria Rusticana auf Sizilien, weil sein Sohn da singt. Ne? Und es wird immer beides verwoben. Einerseits sieht man, in Rom passiert irgendetwas, irgendjemand will verhindern, dass dieses Geschäft abgeschlossen wird. Und deshalb läuft George Hamilton immer mal wieder durch die Räume. Der steht eigentlich nur rum. Ja, der steht rum. Das ist reines Dekor. Der steht rum und dann flüstert er irgendwie so, es ist der ist es, der es verhindern will. Und dann nämlich der später sein Brillenbügel, also der Bügel seiner eigenen Brille, du hast recht, in den Hals gerammt wird von aber ihm, ich sage auch nochmal, wir lernen einen sehr humorvollen Michael Corleone kennen, der sich mit der Taxifahrermütze zur erstaunten Taxipassagierin, der in Keaton umdreht, Kuckuck sagt, hallo, heute darf ich ihr Taxifahrer sein. Ja, genau. Das ist doch irgendwie, der Mann hat doch wirklich Humor und wandert durch das Leben auch mit einem gewissen Augenzwinkern, einer Selbstironie. Das ist der eine Moment des Michael Corleone, in dem er Humor hat. Also er ist manchmal gutmütig oder war manchmal gutmütig oder er hatte diese marmorne Härte, in der es eben dieses
eher ein Gefühl für die Familie gibt, also dieses Ehrgefühl, das ja sprichwörtlich ist für die Mafia. Es war ja so, dass nach dem ersten Godfather-Film die Paten überhaupt sich so erfunden haben, wie sie vorher nie waren. Die haben sich erst 1972, als sie den Paten gesehen hatten, haben sie sich so gekleidet, haben sie sich so gegeben, haben so gesprochen. Das sagt man und das war wahrscheinlich auch so. Ja, man sagt ja oft, ne, wenn du die typischen, die La 'Ndrangheta oder Camorra siehst, das sind ja oft tatsächlich so Bauerngestalten, auch sagt man irgendwie, ne? Also irgendwie so ein bisschen eher so wie die Sopranos eigentlich. Die Sopranos waren ja eigentlich so die Antipaten, ne? Saßen in New Jersey und haben Jogginghosen getragen, ne? Und diese Brandonummer mit dem gezierten Sprechen und den ausgebeulten Backen, das kam dann danach erst, genau. Nein, das war sozusagen die Initialzündung für die sich wie Smokingträger aufführen. Ja, also Soprano, Tony Soprano ist natürlich ein Neureicher. Und das sind alles so Parvenus, ne, die zu einigem Reichtum gekommen sind. Aber die Manieren haben sich nicht angepasst, ne? Sie sind ungebildet. Vito Corleone ist auch ungebildet, hatte keine Möglichkeit. Aber er ist, wie man im zweiten Paten dann nach Brando De Niro sieht, er ist enorm schlau und raffiniert und wurde so in dem italienischen Viertel in New York zum maßgeblichen Mann. Und er hat erkannt, dass er den aufgeblasenen früheren Paten, der die Schutzgelder da eingetrieben hat, dass er den umbringen musste, um sich selbst aufzuschwingen. Denn der Mann war nicht gerecht. Vito Corleone war gerecht. Und wie er da über die Dächer geht. Ja, ne? Also genau. Das ist auch viel besser arrangiert als irgendeine Kampfszene in diesem Film. Ja, das ist einfach Suspense. Es ist durchdacht. Es ist genau durchdacht. Übrigens wurde der Straßenzug ja nachgebaut und das wurde jetzt nochmal versucht. Die Szene in dem zweiten Paten, also der Umzug mit der Monstranz oder mit der Jungfrau Maria, diese Szene ist sehr, sehr lang und virtuos gefilmt und das wird hier nur zitiert. Der dritte Pate ist ein reines Zitatenwerk, ein Zitatenschatz von einiger Lächerlichkeit. Die eine Szene, die du genannt hast, ist das Alleralbernste. Da war ich noch so wach, dass ich drauf geachtet habe, ziemlich zu Beginn des Films, in der Küche beugt sich Michael Corleone zu Vincent, ist Familienberatung. Talia Shire ist noch im Raum, Vincent und Michael Corleone. Sie sprechen also untereinander, alle sind vertraut, wobei er ja Vincent vorher noch vor kurzem gar nicht vertraut war. Und dann beugt sich Michael zu ihm und sagt, sag niemals, was du denkst. Oder sag niemals vor anderen, was du denkst. Da hat ein Andy Garcia bereits wie ein Wasserfall Flüche ausgestoßen, hat Joe Mantegna ins Ohr gebissen, hat alles gesagt, was er hier gesagt hat. Wahrscheinlich hätte er sogar noch gesagt, ich habe mit Sofia Coppola geschlafen. Ja, ne? Aber und dann sagt Corleone plötzlich, wenn er nur mit seiner Schwester und Vincent da steht, sag niemals vor anderen, was du denkst. Ja. Ne? Und das ist Brando im ersten Paten. Ja, aber Coppola hatte nicht genügend Szenen, um den entsprechenden Dialog an der korrekten Stelle zu positionieren. Deshalb ist es ja auch überhaupt nicht nachvollziehbar, wie du selber auch gesagt hast, wie Vincent, der keinerlei Entwicklung hinlegt, gegenüber dem sofort immer schwächer werdenden Michael an die Positionen tauscht. Also der eine wird nicht stärker und der andere nicht schwach genug, als dass dieser, ne, mach mich zu deinem Don, ne, mach mich zu deinem Paten. Das tut da überhaupt nicht Not, weil Michael nicht abgebaut hat, also nicht genug abgebaut hat, und Michael in der Intelligenzhierarchie nicht weiter aufgestiegen ist. Das habe ich auch nicht verstanden. Michael wollte ja überhaupt keinen Nachfolger. Er wollte ja legal werden. Und er brauchte nicht einen, wenn auch raffinierten, aalerten Schläger wie Vincent. Sondern dafür hat er die Norman-Schwarzkopf-Frisur, ne? Michael Corleone. Der hat die Desert Storm-Frisur, die Silberbürste. Auch eine ästhetische Entscheidung, die ich damals schon nicht verstanden habe. Für mich war er immer dunkelhaarig. Und nicht so Mackie-mäßig. Der sieht aus wie ein Mackie-Igel. Ja, ich habe diese Frisur auch immer bedauert. Und ich weiß nicht, wer diese ästhetische Entscheidung getroffen hat. Wahrscheinlich nicht Al Pacino selbst. Ja.
Ja, passt auch überhaupt nicht zu ihm. Also es ist ein vollkommen anderer Militär, anderer also wie ein General. Ja. Ja, und so gibt er sich aber nicht, sondern er müsste die Seriosität oder vielmehr das Grand Seigneurtum des alten seines Vaters Vito, also des ersten Brandos, haben. Und er müsste auch, aber nun, wir verlieren uns in der tatsächlichen Neufassung dieses Films. Ich finde, er bräuchte die Grandezza und die Langsamkeit. Pacino deutet es natürlich an. Er hat aber auch nicht die Schwere, die Schwerfälligkeit Brandos. Ne? Das wird dann zum Problem, wenn da ist 1978 ist Michael Corleone etwa 60, 65 Jahre alt und so alt war Vito Corleone ungefähr bei seinem Tod. Aber nun, jetzt haben wir uns sehr echauffiert. Brando war übrigens, glaube ich, jünger beim Paten 1 als Pack beim Paten 3, ne? Kann das sein? Also Brando war 46 ja, oder so, ne? Ja, 50. Brando, weil Pacino war nämlich auch 50, ne? Ja, aber du hast 48 war Brando vielleicht. Ja. Ja, aber so innerhalb der Handlung ist Vito Corleone mit etwa 65 gestorben, ist nicht älter geworden, ne? Wenn man das nachvollziehen will, im Verhältnis zu seinem Sohn, der ja im Garten sagt, Vater, du hattest nicht genügend Zeit, als Vito sagte, ich hab mir immer für dich gewünscht, dass du mal Senator wirst und Jurist, Präsident, ne? Du hattest nicht genügend Zeit, Vater. Aber Vito kriegt einen sehr gnädigen, guten Tod. Ja, im Spiel mit seinem Enkel. Ja. Also ein Familientod, wie sich ein Italiener wie Coppola wahrscheinlich auch wünschen würde. Also nicht im Krieg zu sterben durch eine Kugel, sondern einfach durch, ja. Ne, durch das Spiel ja, und fällt die Beforderung in den des Tomaten. Herzens. Ne? Ja. Und, es gibt übrigens im dritten Part, glaube ich, keine Orangen, oder? Ja, das Todessymbol. Den Orangensaft. Also gegen Diabetes, ja. Ach so. Da wird ihm der Orangensaft gebracht. Ja, weil er den Zucker braucht. Ja, okay. Meinst du, wollte Coppola auch so fanservice-mäßig die Orange ein bisschen vorkommen? Also, war es denn zwischendurch, weil es ja noch der Herzinfarkt, der liegt ja in New York im Krankenhaus, glaube ich, ne? Auf der Straßenparade gab es vielleicht auch ein paar Orangen. Was ich damit sagen wollte, also da war schon die Todesnähe, dann erfährt man vom Diabetes, unabhängig von der ohnehin schlechten Verfassung, hat er auch noch Diabetes und wird da geschüttelt. Und dafür ist Pacino doch etwas zu jung. Wahrscheinlich hat man auch die Haare kurz geschnitten, damit man die noch mehr graumelierter zeigen kann und älter als er eigentlich war. 2 Jahre später, in der Duft der Frauen, sieht man einen ganz anderen und sehr virilen, wenn auch blinden Al Pacino, der dann endlich den Oscar bekommen hat. Ja. Ja, haben wir es für heute, würde ich sagen. Ja, oder? Wir schauen nochmal den ersten und den zweiten Paten. Ja. Und ich versichere mich noch einmal der Beichtszene, die mich besonders geärgert hat. Ich glaube nicht, dass Michael Corleone jemals gebeichtet hätte. Da mag er weinen. Das ist ja auch mutwillig, dass er noch weinen muss in dem Rosengarten. Da. Das ist, manchmal ist es eine der leichtesten Gefühlsentscheidungen zu weinen, die ihm auch sozusagen die Verantwortung übernimmt, vielleicht auszusprechen, was tatsächlich passiert. Was soll er sonst machen? Ja. Eigentlich hätte der spätere Papst ihm sagen müssen, bete 3, gegrüßet seist du Maria und 3 Vater unser. Ja, ist es denn in der Beichte überhaupt vorgesehen, dass ein Priester sagt, tut mir leid, aber das kann man so nicht gut Das halten, ist oder? Eigentlich nicht vorgesehen. Ne? Also es wird eigentlich alles verziehen, sagen wir Beichte. Müsste, ja, es hätte sozusagen da eine Abbitte geleistet hat oder da er das bereut, das weiß ich aber eben nicht, ob er sagt, dass er das bereut, dann hätte er die Absolution bekommen müssen. Und das will ich auch nochmal überprüfen, ob tatsächlich gesagt wird, dass er die Absolution nicht bekommt. Oder angesichts der Tatsache, dass du deinen Bruder Fredo umgebracht hast, kann ich dir die Absolution nicht gewähren. Das ist in der katholischen Kirche nicht vorgesehen, dass man sagt, du bereust, dass du jemanden umgebracht hast, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, da du deinen Bruder umgebracht hast, wird dir keine Absolution zuteil. Aber warum zeigt der Pfarrer dann diese harte Reaktion erst, nachdem Pacino sagt, er sagt jetzt erst, ich habe Menschen umgebracht. Und dann sagt er erst,
ich habe auch meinen Bruder umbringen lassen. Dann wird der, es dann versteinert ja irgendwie dieser Papst im Spiel. Ne? Gibt es denn im Katholizismus, da gibt es auch nicht wirklich einen Unterschied, ob man jetzt ein Familienmitglied tötet oder generell einen Menschen? Nein, das ist oder? Natürlich, da ist das Beichtgeheimnis. Ja, da es das Beichtgeheimnis gibt, wird man natürlich niemals erfahren, was besprochen wird. Gibt es übrigens auch da einen Hitchcock-Film, nämlich I Confess mit Montgomery Clift. Da geht es genau darum, dass der Priester das natürlich niemals sagen kann. Und der weiß, dass jemand den Mord gebeichtet hat. Er kennt also den Täter. Und hier weiß man das auch nicht. Aber es ist natürlich die Frage der Reue. Und man kann sich auch nicht vorstellen, dass Michael Corleone in der Hoffnung, dass ihm vergeben wird, sagt, ich habe Menschen umbringen lassen. Das müsste doch dieser Johannes Paul auch wissen. Der muss doch irgendetwas gehört haben über diesen Michael Corleone. Ja, das fand ich auch komisch. Nein. Aber er war wahrscheinlich sowieso einfach überrumpelt davon, dass ihm das angeboten wurde, um dabei zu sein. Dann dachte er, dann rappt er das halt mal runter. Ne? Das war unsere letzte Folge vor Weihnachten. Weihnachten ist ja auch schon in 2 Tagen. Wir wünschen euch ein frohes Fest und so weiter. Und vielleicht kommt noch vor Silvester noch eine Episode, denn wir haben einige auf Halde. Wenn nicht, wünschen wir euch auch schon mal einen guten Rutsch und so weiter. Ne? Ja, aber verrat mir noch, was wir vor Silvester noch sprechen könnten. Wir sprechen nicht mehr, aber wir haben noch Sendungen aufgenommen. Ja. Ne? Unter anderem, ich glaube, ich habe schon mal angekündigt, den zweiten Teil unserer beliebten 80er-Jahre-Reihe. Ja. Wir müssen den zweiten Teil der 80er-Jahre noch besprechen. Und ich sag mal, das strahlen wir auch als nächstes aus, unter anderem mit Raging Bull, Heaven's Gate und Superman 2. Dress to Kill, glaube ich, kommt auch noch. Und ein paar andere. Ne? Also, in dem Sinne. Zu Silvester. Ja, das wär's. Bis dahin, frohes Fest. Vielen Dank. Tschüss.